So, Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ghost Recon Breakpoint. Und Marv ist schon da. Wir werden hier eben ein Gebiet machen. Also ein Fragezeichen. Und dann werden wir straight zu einer Hauptmission gehen. Ja, das ist zumindest der Plan. Wer weiß, was da noch so dazwischen kommt irgendwie. Man kennt es. Aber oh, ich habe eine neue Hose gekriegt. Die ist erstmal um 3 Punkte schlechter als meine vorherige. Ist ja, gut. Glückwunsch. Du kriegst nur die bessere, du kriegst die schlechteren Sachen, ich bekomme immer die besseren. Ja, ich weiß auch nicht. Oh, 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 großes Flugzeug. Großes Flugzeug. Ja, komm jetzt bloß nicht zu mir. Doch, bin ich ja schon. Da. Was darf uns nicht entdecken? Oh, es entdeckt mich fast. Geh doch wieder rein, ey. So eine Weste, was habe ich hier? Weste 71. So, dann haben wir das Gebiet auch. Waren gar keine Gegner hier, oder hast du die vorher schon gekillt? Hier war gar nichts. Okay. Gut, dann die nächste Hauptmission ist hier im Gebiet Infinity zum Hauptsitz der Skell Foundation gelangen. Ich hefte mir die schon mal an. Und ich würde sagen, wir gehen zum Biwak im... Ja, Precipice Falls Biwak können wir gehen. Ja, genau. Genau. Achso, du hast einen anderen markiert. Ich hab einen, der in der Nähe von der Mission so ist. Ich habe den Antäuscher gemacht. Ja, achso, okay. Aber du bist jetzt bei dem, wo ich auch bin. Ja, also. Ich würde einmal schnell den Biwak aufschlagen wollen, um mir den XP-Bonus zu holen. Ja, mach ich auch. Springen wir das mal hier. Das ist immer so schön, wie wir da sitzen, ne? Ja. So. Ah, AP-Bonus. Ja, beim letzten Mal habe ich, was habe ich denn gemacht? Aber kein EP-Bonus. Ausdauer oder irgendwas. Ja, oder ich habe mich gedehnt. Ich weiß es nicht mehr. Eins von den beiden. So, EP-Bonus habe ich in mein Büchlein eingetragen und jetzt habe ich den. Gut, ich dann muss nur einmal schnell noch Sachen verkaufen. Also das mache ich nachher. Werkstatt. Soll ich uns einen Hubschrauber besorgen? Ich glaube, der kommt automatisch, weil ich den ausgerüstet habe. Ah, okay. Ich bin bereit zum Aufbruch. Ja. Ja. Sofort aufbrechen. Ihr müsst jetzt eigentlich vor uns spawnen. Hinter uns. Ah, den habe ich auch ausgerüstet. Oder hast du den auch ausgerüstet? Den russischen hier? Den habe ich auch ausgerüstet. Okay, weil ich hatte den jetzt auch ausgerüstet. Deswegen, wer weiß. Okay. Dann bringe ich uns mal zum Glück. Wir machen jetzt auch keine Fragezeichen. Wir machen erstmal die Hauptmission, würde ich sagen. Und dann können wir am Ende immer noch Fragezeichen machen, wenn noch Platz ist. Zeit. Ich glaube, wir sollten außerhalb landen. Auf dem Dach landen. Auf dem Dach? Okay. Den werden wir nie wieder kriegen, den Heli. Doch, du siehst doch hier die Leiter, die da runter geht. Ah ja, stimmt. Oh nein. Oh nein, ich muss hier wieder überqueren. Du weißt, was das bedeutet. Oh nee. Ich nehme keine Garantien, dass das funktioniert. Oh, du hast es geschafft. Das hat geklappt. Das ist ein schöner Spot hier oben. Aber ich garantiere dir, ich bin wieder so dusselig und werde hier irgendwie runterstolpern und dann in den Tod stürzen. Ich werde erstmal hier die Drohne schicken. Mal gucken. Ich muss ja sowieso... Also hier ist ein Gerüst. Es sieht so aus, als würde man Ewigkeiten runter brauchen. Oh, ich habe den zweiten Eingang schon gefunden. Ziel abgeschlossen. Können wir wieder gehen. Die anderen Gegner, das war eine schnelle Hauptmission. Die anderen Gegner sind wohl unterirdisch in dem Labor. Ja. Da ist noch... Den könntest du dir schnappen. Da ist ein Scharfschütze, wenn du willst. Gucken.
Ich würde sagen, wir machen erstmal alles, was oberirdisch ist. Also. Auf jeden Fall. Praktisch die ganzen Kisten und wenn wir sogar Glück haben, die Informanten. Da hinten ist ja einer. Oh nee, ich habe ihn nicht getroffen. Wir haben hier ja ganz schwierige Sachen. Ich muss hier Leitern runtergehen. Das ist für meinen Charakter ist sowas schwierig. Ei, spring einfach. Nein, dann hänge ich wahrscheinlich in der Luft. Oh, ja, ich kann aber mit, ich kann mit dem Heli dann runterkommen, wenn oberirdisch aufgeräumt ist. Ja. Oh, du kannst ihn verhören. Wen? Siehst du den, der auf dem Helipad liegt? Jetzt gerade nicht. Auf dem Ach doch, das ist der, den ich mir schnappen wollte. Ja, den verhöre ich eben. Den kannst du verhören. Dann komme ich mit dem Heli runter. Da ist auch noch einer, den man verhören kann hier drin. Warte mal. Hab ich mir noch. Ah, ich habe mir den Fuß geschossen. Wie komme ich ins Kells Labor? Bitte tu mir nichts. Ich habe dir alles gesagt. Dann verhöre ich den anderen erstmal. Ja, mach ich. So. Ich habe den anderen Eingang. Ja, dann war das wahrscheinlich, haben alle die gleiche Info. Es gibt erstmal ein paar Truhen. Ja. Und wir gucken uns erstmal oberirdisch dann. Warum? Warum habe ich denn meine Pistole ausgerüstet? Was ist das denn? Mal gucken, dass wir hier reinkommen. Ich glaube, hier müssen wir mit dem Heli drauf fliegen auf das Gebäude, wo die Dingens ist. Die Skelltech-Kiste. Okay. Sieht zumindest so aus. Habe ich am Rangaufstieg? Erstmal gucken gleich, was meine neuen Herausforderungen sind, aber wahrscheinlich im Endeffekt genau das gleiche. Nur, dass es sich alles erhöht. Ah ja, genau. Also ich bin bei der Skelltech-Truhe. Echt? Gab's da einen Weg hin? Ja, an der Seite war so eine Leiter. Na, auf eine Leiter habe ich nicht gedacht. So eine Baustellenleiter. Ach da, ja, jetzt sehe ich's, ja. Oh oh. Okay, das aber nicht, dass ich, nicht, dass ich diese Folge den Bug habe, dass ich nicht springen kann oder klettern kann. Jetzt, dass er sich ablöst. Wer weiß. Ich muss halt ganz genau aufpassen, was ich mache. Aber irgendwie ist es ja immer, sind wir immer prädestiniert dafür, dass irgendwas in den Ghost Recon ja, passiert. Ja. Das war ich meine, wenn ich mich an Wildlands erinnere, war das halt diese eine Mission bei Nacht, wo wir da in die Unidad-Basis mussten mit Sam Fisher zusammen. Oh ja. Yeah. Oh ja. Wir da alles von vorne spielen durften. Wir hatten das geschafft. Wir waren auf dem Rückflug und dann bam. Einfach abgeschmiert das Spiel. Ich kann mal eben ganz kurz gucken, was haben wir denn jetzt hier? 60 Gegner töten. Oh, 10 Drohnen zerstören. Okay. Und töten sie 2 Gegner in weniger als 10 Sekunden im Nahkampf. Ja, und das ist gar nicht mal so schwer. Ey, das war meine Drohne, die hätte ich zerstören müssen. Oh, Entschuldigung. Ich weiß nicht, ob diese Drohnen zählen. Meinst du, das sind die, die angreifen? Ja gut, das würde auch Sinn machen, dass es die sind, ich würde fast, es sind die von den Gegnern. Ja. Du musst es erstmal ausprobieren.
Leute, da drüben ist jemand. Die Mitglied entdeckt. Hä? Ja, hier waren noch Feinde hier drin. Frag mich nicht, wo die hergekommen sind. Okay, die waren einfach da. Ja, waren hier einfach hier drin. Bin hier zu dem einen Punkt gegangen. Ist hier noch. Ach, da hinten ist noch eine Kiste. Warte mal, die hole ich mir noch eben. Warst du schon in dem Haus hier drinnen? Ja, ich war da, genau. Aber da bin ich jetzt gerade rein. Da waren die Gegner, die mich dann entdeckt haben. Okay. Also, keine Ahnung. Aber ich habe sie auch nicht gesehen. Die wurden mir auch nicht angezeigt. Ich habe sie erst gesehen, als hier gezeigt wurde, du wirst gleich entdeckt oder so. Also. Bisschen komisch. Ja, ich werde auch entdeckt, aber ich weiß nicht von wo. Na, du musst halt gucken, vielleicht ist oh, der... Oh, sie kommen rausgelaufen. Okay. Den da hinten hast du, oder? Ja, der ist tot. Ist aber noch irgendwas Gelbes. Ach, der ist unten drunter. Ja, dann lass mal in das Gebäude reingehen. Ich habe ein Fundstück. Ja, genau. Lese ich mir aber schnell durch. Oh, also wer es mitlesen will, kann das gerne eben pausieren. Ich überfliege das nur eben. Ist, glaube ich, nicht wirklich relevant für die Story. Einsatzziel abgeschlossen. Achso, das war das hier. Ja, lass mal hier reingehen. Ich glaube, das ist der. Ja, Moment, ich rüste eine Blendgranate aus. Achso. Du weißt ja nicht, welche alles. Ja, ich könnte mal. Ja, ich habe eine Sensorgranate, die könnte ich werfen. Ja, aktuell sieht es ja noch safe aus. Wenn wir gleich in irgendeine Hauptkammer oder sowas reinkommen, würde ich die vielleicht. Vielleicht hinter der Tür oder so. Nee, doch nicht. Kann aber eine mal werfen, mal gucken, was passiert. Ich habe nur vorher noch nicht so eine geworfen, warte mal. Sensorgranate. Okay, ich nice. Ich sehe gar nicht. Hier ist zu, hier ist zu. Hier ist auf. Ja. Hallo. Hier ist was zum Untersuchen. Wir sind Terroristen. Hallo, wir sind Terroristen. Wer seid ihr? Ihr springt immer über den Tisch rüber, über den Schreibtisch. Nein, mach ich nicht. Das ist ganz gefährlich. Großes Gefahrenpotenzial. Ja, ich weiß nicht, wie ich dich reviven sollte dann. Oder töten sollte. Kannst du mit Granaten machen, ne? Könnte versuchen. Aber wir wollen es nicht drauf. Oh. Der Feind ist in diesem Gebiet, sagt er. Die rechte. Nee, oh, die Leiter fällt um. Voll auf seinen Kopf. Raum. Ein Fundstück. Neue Biografie. Drohnenskizzen. Ich werde gleich mal eine Blendgranate werfen. Naja. Ja, kill beide. Ja. Du brauchst jetzt zwei Gegner innerhalb von an dem Nahkampf. Nahkampf, oder? Ja. Das sind so dann die patrouillieren, die nehme ich mit. Ja, unsere Mission war da vorne, ne? Wir gehen jetzt hier gerade nur erstmal noch weiter. Aber das können wir gleich auf dem Rückweg machen. Okay, gut, dann gehen wir erstmal hinten durch. Ja. Wollen wir komplett auf hier. Grüßt euch. Boah, das ist ein dicker Bursche. Ja, jetzt nicht. Nee, nicht. Boah, hier sind die Wolves. Naja. Aber wir sind die wahren Wolves. Wir sind die wahren Wolves. Jetzt gehst du nicht mehr in Deckung. Naja.
Ach, guck mal, hier ist aber auch noch eine Sache. Also hier sind mehrere Punkte. Hätten wir den... Ah, warte. Hätten wir doch den ersten da vorne auch nehmen können. Egal. Nein, wir können jetzt auch nochmal zurückgehen. Ja, vielleicht ist es... Ich weiß nicht, vielleicht ist da hinten auch noch ein Ausgang. Ja, vielleicht ist das auch chronologisch besser, wenn wir halt die nacheinander nehmen. Natürlich auch wieder am Arsch der Welt, ne? Ja, komplett zurück. Nein! Ach, willst du mich verarschen? Das ist einfach nur das ist ein Zeichen dafür. Oder? Warte mal. Da? Ach, wie. Ein Chaos. Jetzt im anderen Raum. Da ist alles zu. Ich kann mir vorstellen, wo es ist. Ich werde einmal hingehen. Ich bin hinter dir. Oberirdisch neben dem Helipad ging es doch so in einer Art Tiefgarage. Ja, das war auch eigentlich das, was er sofort als wo markiert er denn, hatte. Als zweiter Eingang oder ja. Sowas. Ja. Ich würde sagen, wir gucken da einfach. Vielleicht ist das auch einfach der Eingang von außen. Dass er uns das einfach nur damit sagen will. Hast du einen hast du hier einen Seitenschneider? Ja, du kannst aber auch da vorne einfach durchgehen. Wo ist denn da die Tür? Achso. Aber guck mal, ich hätte auch für dich hier sowas machen können, guck mal. Ich bin runtergefallen. Also ich hab dir jetzt hier, dann kannst du, wenn du da rausgehen willst, kannst du dann wieder... Da muss ich da jetzt runterspringen. Da habe ich doch. 1578926 ist der Code gewesen. Okay. Das ist jetzt wahrscheinlich die gleiche Stelle, wo. Ja, alles klar. Okay. Ja. Gut. Haben wir das auch geklärt. Aber immerhin ist der Punkt jetzt weg. Ja, das stimmt. Der hat auch hart genervt. Das war so ein Triggerpunkt, war das. Ja. Ja, wenn jetzt hier unten, ist hier unten noch ein neuer Gegner? Nee. Hast geschossen. Du gerade geschossen? Nein, ich hab's aber auch gehört. Schießen die oberirdisch. Obwohl, nee, hier sind zwei Freunde. Sind zwei Leute drin. Ah, unsere Freunde. Öffnen Sie die Tür, bevor wir sie eintreten. Wir kommen durch diese Tür, so oder so. Sie sollten lieber einfach rauskommen. Töten Sie alle Feinde. Achso. Oh, warte mal, die könnte ich machen mit Nahkampf. Warte. Ich dachte zuerst, das wären Freunde von uns. Habe ich auch gedacht. Weil der Feind meines Feindes ist mein Freund. Ich habe ihm noch beim Töten habe ich ihm noch die Schuhe ausgezogen. Neue Schuhe gekriegt. Hast du ihm die Schuhe geklaut? Ja, und ich habe es auch geschafft mit dem Nahkampf innerhalb von 10 Sekunden. Also läuft. Sehr schön. Was will man mehr? Ja. Jace Gell, los, wir müssen hier raus. Scheiße. Okay, hören Sie. Mein Name ist Nomad. Ich gehöre zu einem Team, das herausfinden soll, was auf Aurora vor sich geht. Maurice Fox sagt, ich kann ihn trauen. Ich vertraue ihn nicht. Aber die Leute, die Sie jagen, wollen auch mich. Helfen wir uns doch gegenseitig. Arbeitet Fox für Ayanna Puri? Die Frau, die jetzt CEO ist und mit diesen Tieren arbeitet? Nein. Er ist in einer Höhle mit Matt Schultz. Höhle? Naja, das ist cooler, als es klingt. Ich nehme ihren Kram. Na los. Na los, wir müssen weg. Es ist meine Schuld. Das alles. Ich bring's in Ordnung. Klar.
Es sind die Drohnen. Operation Citadel. Citadel hält die Leute hier gefangen. Wir können Aurora damit befreien. Und wie? Was hat Walker mit der Sache zu tun? Walker war unser Militärberater. Er führte die Übernahme von Aurora. Er wollte nur die Drohnen. Ich dachte, er wäre ein Freund. Ja, dachte ich auch. Da kommen mir doch glatt die Tränen. Was hast du? Walker. Josiah? Schön, dich zu sehen, Nomad. Freut mich, dass du noch am Leben bist. Und du hast dir so viel Mühe gegeben. Du musst verstehen, dass es nichts Persönliches. Er hat Gründe, hier zu sein. Sie ergeben Sinn. Josiah, sei kein Idiot. Er ist ein Verräter. Er ist ein Revolutionär. Und wir haben einen Plan, um die Welt zu verbessern. Du hast meine Leute getötet. Und auch Weaver. Wir haben beschlossen, die Krieger zu sein, die wir sein sollten. Deine Vorgesetzten, sie glauben an gar nichts. Wir machen dir ein Angebot, Nomad. Übergib uns Jace. Komm zu uns. Wollen Sie mich ausliefern? Nein. Das war mir schon klar. Du warst schon immer so gerecht. Das Glas ist kugelsicher. Ein Scheiß ist es. Wir müssen jetzt raus hier. Da ist der Ausgang. Hier leiten wir giftige Dämpfe ab. Das könnte uns töten. Die werden uns sicher töten. Kannst aber wieder keinem Hampelmann trauen, ne? Ne, gar keinem. Du wirst wieder komplett auf dich alleine gestellt sein. Ja. Wir dachten ja, Josiah Hilde, unser Freund, nachdem wir ihn vor ein paar Folgen gerettet haben oder was da war, ja, ist auch zur Gegenseite übergelaufen. Ja. Oh, wir haben aber hier einen Heli, das ist gut. Hör direkt in den Heli rein. Wo ist denn Jay Skill? Ja, er kommt. Oh, Feinde. Das ist eine Drohne, killt Drohne. Ja, habe ich. Die wurden mir zuerst freundlich angezeigt. Ja, mir auch. Also ich will mal ganz kurz gucken, ob diese Drohne gezählt hat. Ja, okay, die hat gezählt, alles klar. Ich komme hier gar nicht dran an den Computer. Ahnung in Bauchlage? Ja. Okay. Ja. Ja, ich würde sagen, wir nehmen den Heli gleich. Ja, würde ich sagen, soll ich fliegen oder willst du? Okay. Nö, flieg du ruhig. Weil hier ist irgendwo noch eine Information, warte mal. Ja, die ist hier an dem Computer, aber ich fahre das Motorrad an der Seite. Ich kann auch so untersuchen. Da solltest du drankommen. Ja. Ich habe noch mehr Leute. Das ist noch ja, die hauen aber ab. Das ist noch eine Drohne. Okay. Da hinten. Okay, wir können. Ja. Ich hoffe, er steigt auch rein und backt sich nicht irgendwo hin. Genau, er setzt sich draußen, das ist gut. Das habe ich mir nämlich befürchtet. Was ein Idiot. Hey, bring ihn auf keine dummen Ideen, wenn du das auf der anderen Seite machst. Ich hätte das auch gleich gemacht. Ja, eben. Ich kenne Josiah. Er ist einer von den Guten. Und mich umbringen? Stellt sich die Frage, warum ich es nicht will. Was? Hey, die haben die Insel übernommen.
Ja? Und meine Firma. Ich bin einer der Guten. Warum haben Sie das Frachtschiff versenkt? Ich wollte... Das Schiff sollte Drohnen von der Insel bringen. Diese Drohnen könnten die mächtigste Waffe seit der Atombombe sein. Ich musste mich entscheiden. Ich musste etwas tun. Wurde jemand verletzt? Ein paar Crewmitglieder kamen ums Leben. Tut mir leid. Ich musste etwas tun, verstehen Sie? Vor ein paar Wochen haben sie die Drohnen in Südasien getestet. Dabei wurden unbewaffnete Zivilisten getötet. Ich wollte das alles beenden. Sie waren dabei, die Insel zu übernehmen. Das Schiff zu versenken war meine einzige Option. Ich habe gesehen, was ihre Drohnen können. Ein paar Selbstversorger und Skelltech-Angestellte wollten die Insel übers Wasser verlassen. Nein. Was ist passiert? Es war nicht schön. Aber Fox und Harmony haben überlebt. Das habe ich nicht gewollt. Wo bringen Sie mich hin? Arrowhorn. Das ist die Höhle, in der sich ein paar der Selbstversorger verschanzt haben. Fox ist auch da. Das Ding ist, ich könnte jetzt auch einfach abspringen. Mal gucken, ob er auch abspringt oder ob er mit dem Heli... Ja, da sind wir alle tot. Ja, oder mit dem Heli selber runterfliegt dann. Aber ich weiß was, ich glaube, der hat auch noch Dreck am Stecken. Das ist meistens so. Wir denken immer am Anfang, das ist der Böse, dann macht er einen auf mitleidig, sag ich mal, dass wir dann immer schön Mitgefühl haben. Und dann passiert irgendwas anderes wieder. Ja, du weißt halt auch nicht, ob die Leute, die hier drin sind... Warte mal, er befindet sich vor. Bin ich gesagt, in? Ja, hier. Was ist denn mit der Kuppel? Achso, wir müssen hier mit ihm reden. Ja, ich komme wieder raus. Ja. Was zum... Matt, das ist Jay Skell, CEO von Skelltech. Ja, ich weiß, wer er ist. Wie lange sind wir Nachbarn? Wären Sie mal nett gewesen, bevor Sie Hilfe brauchten. Oh, ich lag falsch. Ich dachte, Sie und Ihre Freunde wollten Ihre Ruhe. Schön, Sie mal kennenzulernen. Ja. Fox hatte recht. Er hatte nichts mit Sentinels Übernahme von Aurora zu tun. Walker war es. Jetzt sind Sie hinter ihm her, weil er die Drohnen ausschalten kann. Ist es eine gute Idee, den Typ herzubringen? Sollten ihn die Wolves kriegen? Besser als die Wolves hier zu haben. Jace! Oh, Harmony. Alles okay? Geht's dir gut? Mir geht's gut. Wir haben dich vermisst. Bleibst du jetzt bei uns? Harmony, ich weiß nicht, ob das... Matt? Kann er hier bleiben? Sie müssen es ihm erlauben. Ja, schon gut. Okay, okay. Natürlich kann er bleiben. Klasse! Schließen wir deinen Computer an. Matt, danke. Ich werde alles für Sie tun, was ich kann. Das verspreche ich. Wie viele beschissene Computer wollen Sie denn hier aufbauen? Und übrigens, Ihr Vater muss Ihnen etwas zeigen. Ja, sehr gut, jetzt zeigt mir einen schwarzen Bildschirm. Ja, auch. Du hattest aber auch eine Sequenz, oder? Ja, ich hatte auch eine Sequenz und jetzt habe ich gerade Ladebildschirm. Ah, jetzt geht's weiter. Nee, jetzt. Hä? Was war das denn für eine Sequenz jetzt hier? War gar nichts. Ich bin auf einmal ganz viele andere Spieler um mich rum und du bist in mir drin. Ja, das war... Ich bin noch im Ladescreen. So, das erklärt, warum du deine Waffe so komisch in der Luft gehalten hast. Ja, jetzt bin ich da. Okay, wir müssen mit Fox reden. Das ist noch... Ich muss mir die Mission erstmal markieren. Der Feind meines Feindes ist das noch. Okay. Anheften. Okay, habe ich. Gut. Oh, was? Ich warte auf dich. Das ist ja gar nicht Fox hier. Das ist eine andere Mission. Ist wieder falsch gelaufen? Wir müssen ja...
Der Feind meines Feindes ist unsere Mission. Ja, ich weiß. Ich bin zu... Nicht mit, mit Fox? Ja. Ja, das ist doch Fox, oder nicht? Ja, das ist Fox. Oder wie heißt der hier? Ja, doch, ist richtig. Kurz irritiert. Ja, reden wir mit ihm. Ja, ja. Aber ich würde erstmal eben Diskussionen machen. Ich werde erstmal gucken, was wir alles mit ihm bereden können. Ich fange einfach oben an mit Verteidigungssystem. Ja. Erzählen Sie mir von dem Verteidigungssystem. Sie meinen den Drohnenschwarm? Ich wusste zwar, dass Drohnenschwarm-Technologie existiert, aber so etwas habe ich noch nie gesehen. Was genau ist denn ein Drohnenschwarm? Tausende Gehirne und Augen, die alle in einem tödlichen Stock zusammenkommen. Ich meine, das ist ganz klar ein eng geflochtenes Netzwerk. Die haben zusammengearbeitet, um einen Kreis um die Insel zu ziehen und sofort gleichzeitig auf Eindringlinge reagiert. Krieg soll wehtun. Das verhindert, dass wir noch mehr Kriege führen. Das ist doch kein Spiel für Roboter. Das war nie der Zweck unserer Arbeit. Jemand hat unsere Ideen genommen und für Böses benutzt. Und wie halten wir den Schwarm auf? Ich habe keine Ahnung. Wer weiß es dann? Wenn es jemand weiß, dann wahrscheinlich Skell. Von wem kommt das Video? Ich weiß es nicht. Wenn es jemand zu Ihnen schickt, kann das kein Zufall sein. Sie müssen denjenigen kennen. Ich hatte mit Hunderten von Leuten zu tun. Jeder könnte es sein. Es wurde an ein geheimes E-Mail-Konto mit Selbstlöschungsprotokoll geschickt, das jede identifizierende Information entsorgt. Wenn das eine geheime Adresse ist, wer kannte sie? So geheim war sie nicht. Jeder, der meine Online-Aktivitäten überwacht hat, konnte sie finden. Wer auch immer es geschickt hat, will nicht gefunden werden. Belassen Sie es einfach dabei. Ich will keine Gerüchte in die Welt setzen. Die zerstören Leben. Das kenne ich schon. Wie geht es denn Harmony? Ich weiß nicht. Sie tut so, als wäre alles okay, aber ich mache mir Sorgen über die Langzeitfolgen, wenn sie hier bleibt. Sie ist stark. Sie muss so viel aushalten. Der Schock muss schwer für sie sein. Ich dachte, ich würde sie ins Paradies bringen. Die Schulzes sind sehr freundlich. Aber Erewhon ist kein Ort für sie. Nicht bei all der Gewalt und den Kämpfen. Niemand hätte ahnen können, was hier vor sich geht. Aber es ist passiert. Und sie sind beide hier. Jetzt können sie nur für ihre Sicherheit sorgen. Und deswegen sollten sie Schulz helfen, Erewhon zu beschützen. Sie haben recht. Das ist der einzige Weg, wie ich für sie sorgen kann. Was hält Ihre Mutter von der Sache? Sie hat uns vor ein paar Jahren verlassen. Ist mit jemandem durchgebrannt. Egal. Harmony hat nur noch mich. Sie müssen für sie stark bleiben. Sie wird sie brauchen, um das durchzustehen. Wo finde ich Skells Villa? Die ist in New Argyle. Das Skell-Anwesen ist eines der Meisterwerke von Skell Architecture. Es ist umwerfend. Sie können es nicht verfehlen. Und wieso haben Sie den Zugangscode? Ich bin oft mit Harmony dort gewesen. Skell freut sich immer, wenn sie vorbeikommt und das Haus mit Leben füllt. Sonst ist er dort allein, abgesehen von den Angestellten. Ich glaube, ihm gefällt's dort nicht. Warum bleibt er dann da? Oh, er wäre auch mit einer Pritsche im Labor zufrieden. Aber er ist der CEO von Skelltech, einer der profitabelsten Firmen der Welt. Daran hängen gewisse Verpflichtungen, wie ein gewisses Image zu pflegen. Ob er das nun will oder nicht. Wenn alle auf dieser Insel an seinen Projekten arbeiten, warum braucht Skell dann ein Geheimlabor? Ich weiß es nicht. Skell war schon immer ein Geheimniskrämer. Ich glaube, er ist sehr unsicher. Er ist einer der reichsten Menschen der Welt, weswegen sollte er unsicher sein? Ich denke, er hat Angst, dass man ihn für einen Irren hält, wenn mehr von seinen visionären Ideen bekannt werden. Zum Beispiel? Über die Jahre hat er ein paar ziemlich wilde Ideen gehabt. Kybernetik, Transhumanismus, Unsterblichkeit, Perpetuum mobile und so weiter. Wovon sie auch träumen. Er hat einen Plan, um es umzusetzen. Auch Killer-Drohnenschwärme? Ich weiß es nicht. Er ist vielleicht eine Art Genie, aber fürs Erste traue ich ihm nicht.
So, ich wäre mit der Diskussion fertig. Ja, kannst mit dem anderen auch starten. Ja, ich bin jetzt nur leider gerade rausgegangen. Ich muss nochmal neu mit ihm reden. Ja. Komme ich denn hier aus der Diskussion wieder raus? Danke für die Hilfe, Fox. Bis später. Ah, ärgerlich. Jetzt bin ich wieder auf Wiedersehen gekommen. Warte. Danke für die Hilfe, Fox. Nee. Bis später. Ich gehe wieder raus. Bin mit der Diskussion fertig. Ich kann die Mission nicht weitermachen. Ich kann bei ihm nichts mehr anklicken. Jetzt habe ich der Feind meines Feindes mit Skell über den Plan sprechen. Die Mission bei ihm hier ist weg. Hast du die angenommen? Nee, ich habe jetzt nur wieder die Diskussion. Ja, die habe ich auch die ganze Zeit. Die andere Mission konnte ich gar nicht machen. Aber bei mir sind die Diskussionen alle so grau unterlegt. Also so, wenn ich mir die schon angehört habe, angeschaut habe. Ja, das ist bei mir auch so. Aber die Mission, die taucht jetzt hier nicht mehr auf. Aber anscheinend, da wir jetzt mit Skell über den Plan reden sollen, ich weiß nicht, was wir jetzt für einen Plan haben. Aber dann sind wir hier bei ihm. Ob das irgendwas mit der Diskussion zu tun hat? Vielleicht haben wir dadurch das auch hingekriegt. Das kann gut sein. Wir sind aber auch bei 36 Minuten. Sollen wir dann mit Skell in der nächsten Folge reden? Das ist, glaube ich, ein Plan. Das können wir so machen. Würde ich sagen. Also dann, Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.